Sehr gut und willkommen zum Kampf gegen Lady Unalaska. Wahrscheinlich einen der schwersten Kämpfe soweit. Was wollen wir hier eigentlich machen? Nehmen wir gleich mal Kimari, nein, nehmen wir nicht. Nehmen wir mal gleich mal Lulu. Stummschutz und Blindschutz ist deswegen wichtig, weil die böse Unalaska in der ersten Phase Magieangriffe mit Stumm und physische Angriffe mit Blind kontert. Und deswegen auch erste Phase, weil Unalaska hat nicht nur eine Phase. Was genau das heißt, sehen wir bald. Sie hat übrigens 24.000, 48 und dann 60.000. Verdammt. Das war jetzt nicht so toll. Ich brauche nämlich Lulu nochmal, hier wahrscheinlich. Ah, macht nichts, ich habe sowieso noch Echo-Kräuter. Und Riku muss ja auch nochmal drankommen. Der Plan wird sein, hier zuerst mal alle zum Zug kommen zu lassen und dann wahrscheinlich mit Auron, Tyros und Juno den Kampf fertig zu bestreiten. So, nehmen wir nochmal Tyros rein und vergeben mal Hastgar. Das Problem ist auch, wenn Unalaska normal angreift oder Konter angreift, entzaubert sie alle günstigen Statusveränderungen, das heißt alles, was so in Richtung Protest, Shell oder Hast geht, ist nachher dann einfach weg. Als Feindtech nehmen wir dieses Mal Totalabwehr, weil es das einzige ist, was wir brauchen können. Das Shell und Protest davon hält nicht allzu lange, aber besser als gar nichts, und seine normalen Ekstasen sind nicht wirklich stark genug, dass sie sich auszahlen würden. Und sie heilt sich natürlich mit Espira zeitweise. So, und bevor wir hier nicht mehr die Möglichkeit dazu haben, heilen wir Tyros nochmal. Ich sag deswegen die Möglichkeit nicht mehr dazu haben, weil das Problem dabei ist, dass Unalaska bald etwas sehr Böses macht. Ich bin gespannt, ob ich diesmal geblendet bin. Ach, ihre Angriffe gehen ganz gut durch, also. Schade eigentlich. Normalerweise lässt sich da mehr rausholen. So, sie hat nicht mehr 2000 von 24.000. Ich mache jetzt den Sanctus, es hätte eigentlich auch ein Angriff von Walker gereicht. Aber wenn wir schon Sanctus haben, dann verwenden wir es auch gleich. Und auf geht's in die zweite Phase. Sie verändert natürlich auch gleich jedes Mal ihr Aussehen. Und die Phase ist wahrscheinlich die coolste. Wobei die nächste Phase dann auch ziemlich cool wird. So, ab dieser Phase macht sie Höllenbeißer. Höllenbeißer geht auf alle Charaktere, macht minimalen Schaden, aber versetzt alle in Zombie-Zustand. Das heißt, ich kann sie nicht mehr heilen. Und sie kann uns quasi mit ihrer Heilzauber, die sich dann austeilt, also Vigra und Regena, kann sie uns quasi schaden, was natürlich nicht so toll ist. So, nehmen wir gleich mal Walker rein, weil Walker wird hier gleich seine Ekstase anbringen jetzt mal. Einfach irgendeine nehmen, es ist egal welche. So, nach dem gelben. So, sehr schön. Sollte auch einiges an Schaden machen. Ich mache es eigentlich nur deswegen, um ihn überhaupt einmal im Kampf teilnehmen zu lassen. Und ich weiß nicht, ob ich Riku auch schon teilnehmen ließ. Deswegen werden wir mit Riku mal angreifen und gleich mal klauen probieren. Wir könnten nämlich eine HP-Kill-Stile klauen. Genau. Die. Das machen wir auch nicht in der ersten Phase, weil da kontert sie mit Schlaf. Was natürlich nicht so toll wäre. Sie heilt uns jetzt, weil sie glaubt, wir sind noch Zombies, aber nicht alle von uns sind Zombies. So, hier nochmal ein Sanctus. Ich muss nur aufpassen, nicht zu viel Mana bei Lulu zu verbrauchen, weil ich könnte sein, dass ich sie für Erzengel nochmal brauche. Und nicht, dass ich dann etwa zu wenig Mana habe. Und das ist dann sehr nervig. So, wen haben wir jetzt noch? Nehmen wir gleich mal Auron. Ich hoffe, der ist nicht blind. Ah, er ist doch blind. Nehmen wir Tyros. Hoffentlich ist der nicht blind. Der ist auch blind. Okay, na dann nehmen wir doch mal einmal Augentropfen hier. Haben wir auch noch 4. Das Ganze lässt sich übrigens mit Heilmittel auch beseitigen, was das Ganze etwas einfacher macht, zeitweise dann. Aber wir haben ja genug von den Augentropfen auch noch hier. Theoretisch sollte ich eigentlich sogar etwas gegen blind geschützt sein. Ich weiß nicht, ob Unalaskas Statusveränderungsangriffe so gute Trefferchance haben, dass sie wirklich durch alles durchgehen, was nicht wirklich ein Blindwall ist oder so.
So, schauen wir, 28.000 ist nicht mehr allzu viel, die sollte sich bald einbüßen. Jetzt holen wir mal Juno rein. Ja, ist wahrscheinlich das Intelligenteste. Und was machen wir mit Juno? Was machen wir mit Juno? Ah, ich weiß schon, was wir machen. Wir beschweren einfach mal eine Bestia. Genau, nehmen wir mal Fares gleich mal, es ist egal. Bestias beschwören bringt für die erste Ekstase meistens etwas. Das Problem ist, die zweiten Ekstasen werden wir wahrscheinlich, also die Ekstase nochmal aufladen oder sie nochmal mit Meisterruf beschweren, wird wahrscheinlich wenig Sinn machen, weil ich glaube, in dieser Phase und in der dritten Phase kontert sie oder macht sie manchmal in den Zügen einen sogenannten Mindblaster, der auch Fluch austeilt. Das ist genauso wie der Photonenstrahl beim Wächter des Heiligtums. Der hat dann einfach die Wirkung, dass wir erstens etwas Schaden nehmen und zweitens keine Limits mehr verwenden können. Okay, doch nicht. Normalerweise macht sie nach Espira gleich Mind Blaster. Ja, aber sie macht mit Einsaugen auch meistens genug Schaden, um die Bestia mit zwei Runden dann wegzubekommen. Ausgenommen von Bahamut oder vielleicht auch Shiva. Shiva hat übrigens keine Ekstase, die habe ich nicht offscreen aufgeladen, obwohl ich das machen hätte können. So, wie viel haben wir noch? 14.000 ist nicht mehr allzu viel. Geht sich genau aus, sehr gut. Und wir sind in der dritten und letzten Phase. Das Problem beim Phasenwechsel in die dritte Phase ist, gleich zu Beginn verwendet sie einen Angriff, der alle unsere Charaktere auf jeden Fall tötet. Es sei denn, wir sind im Zombie-Status. Das heißt, bevor man in die dritte Phase geht, sollten wir auf jeden Fall mindestens einen Charakter im Zombie-Status haben, sonst sieht das Spiel aus. Man kann nichts dagegen tun, also. Das ist der Angriff vernichtet. Ja, es sieht cool aus, hat aber jetzt in meinem Fall keinerlei Auswirkungen, was ich natürlich sehr gut finde. So, und dann geht's gleich weiter. Wir werden jetzt gleich mal anfangen, unsere Ekstasen von Tidus und Auron zu verwenden, weil die so viel Schaden machen, also Aurons nicht, aber vor allem Tidus, macht glaube ich 18.000 Schaden fast, dass ich das eigentlich nur auszahlt, wenn wir es in der letzten Phase machen, weil wir dort mit den 60.000 HP die meisten HP runterholen müssen. Und wir wollen ja, so wie immer, den ganzen Kampf mit einem Vernichtend abschließen, was sich wahrscheinlich nur mit Bahamut ausgehen wird. Da schauen wir mal. Okay, auf L, runter R, links, rechts, Dreieck, ist nicht allzu schwer. Wahrscheinlich einer der leichteren Codes für Aron. Sollte auch 10.000 Schaden machen. Seine normalen Angriffe machen auch relativ viel Schaden. Allerdings etwas mehr Schaden ist doch auch noch besser. So, und Juno, was macht Juno? Wir beschwören gleich mal die nächste Bestia. Denn in dieser Phase verwendet sie auf jeden Fall den Mindblaster. Und bei anderen Charakteren, also bei normalen Charakteren, hat Mindblaster auch die Auswirkung, dass sie die Charaktere in den Konfuszustand versetzen können, kann. Und das blöderweise gleich alle drei auf einmal. Das heißt, wenn man überhaupt keinen Konfusschutz hat, kann es sein, dass alle drei Charaktere im Konfusstatus sind. Und das ist sehr unangenehm, weil man weder was machen kann, noch kann man ihn wegbringen. Und währenddessen kämpft natürlich oder greift natürlich Unalaska weiter an. So, das war dieser Mindblaster. Auf die Bestia, wie gesagt, hat nur die negative Auswirkung, dass ich nachher keine Ekstasen mehr verwenden kann. Ja, ich habe vorher übrigens Espira mit Einsaugen verwechselt. Es ist natürlich das eine, Espira saugt Mana ab, Einsaugen saugt HP ab und gibt je nachdem auch Humoresca wieder zurück. Wie gesagt, wir sollten schauen, dass wir so viele Bestia wie möglich beschwören zwischendurch, weil eben Mindblaster sehr negative Auswirkungen haben kann. Wir könnten auch versuchen, hier nochmal ein Hastgar anzubringen. Zahlt sich das aus? Ich weiß nicht. Ja, könnte sich auszahlen. Machen wir noch ein Hastgar. Sicher keine absolut blöde Idee. Dann schauen wir mal, was für Angriffe verwendet. Der Kampf dauert übrigens nicht mehr allzu lange, weil sie hat nicht mehr allzu viel HP. Ja, sie zaubert jetzt Regina. Bei Regina ist das Problem, dass wir es nicht mit Medica heilen sollten, weil Medica auch den Zombie-Status wegnimmt, sondern wir können einfach mit Antizauber
nur Medica und natürlich auch Hast und Protes wegnehmen. So, wie viel haben wir noch? 16.000 ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Wir könnten den Kampf jetzt eigentlich auch schon beenden. Okay, egal, lassen wir es mal so. So, wird wahrscheinlich der letzte Angriff von Auron gewesen sein hier. Denn jetzt sollte nochmal Juno drankommen. Da beschwören wir einfach Bahamut. Und erledigen Juno Resco da gleich mit der Ekstase. Dann sollten wir unser Heißersehntes vernichtend bekommen. Ich glaube, in dem Kampf, das ist wahrscheinlich der bis jetzt komplizierteste Kampf überhaupt. Mit den verschiedenen Phasen und aufpassen, was man machen kann, was man nicht machen sollte, was man nicht machen darf. Aber wenn man, so wie ich, immer alle Kämpfer verwendet hat und hin und wieder einige Sidequests gemacht hat, dann sollte der Kampf weniger Problem darstellen, wenn man wirklich nur durchgegangen ist durchs Spiel und quasi immer am Limit gekämpft hat, dann ist der Kampf wahrscheinlich sehr schwer bis gar nicht zu schaffen. Trotzdem sollte man sich die Taktiken, die ich erwähnt habe, zu Herzen nehmen. Also Hast kann trotzdem probieren, obwohl Hast dauernd entzaubert wird. Und Totalabwehr mit Kimari, viele beste Ekstasen, um Mindblaster quasi abzufangen. Und der Rest einfach mit Ekstasen und normalen Angriffen erledigen. Das war's mit Juno Resca. If I die, so does the final Aeon. And with it, Spira's only hope. Then we'll find Spira a new hope. Fool, there is no other way. Even if there was, even if you did destroy Sin, you, Yevon, the immortal, would only create Sin anew. You, Yevon? Zaon, forgive me. Spira has been robbed of the light of hope. All that remains is sorrow. So, und dadurch, dass wir vernichtend haben, bekommen wir hier 21.000 AP und jeder bekommt wieder ein Sphäre-Level, was natürlich nicht so schlecht ist, und zwei Level 3 Sphäre-Pässe, die natürlich, wie wir bereits wissen, quasi die seltensten sind. Ups! Ich hoffe, das war jetzt nicht im Bild. Sorry. Let's do something more unbelievable. What? Destroy Sin, so it won't come back. And without the final Aeon. I don't know how just yet, but I'll find out. Okay, und bevor wir diesen komischen Ort hier verlassen, sollten wir einen der paar Stiegen nehmen, die nicht in den Vordergrund gehen. Das heißt, entweder die links rauf oder die hinten funktionieren. Ups, hier noch kurz rundherum gehen. Weil, nachdem wir hier quasi einmal die Stiegen runtergegangen sind, kommen wir quasi beim gleichen Platz heraus. Allerdings finden wir da hinten eine Kiste, die wir unbedingt mitnehmen sollten. Und zwar ist das... Ich glaube, das ist die Solarmarke, sehr gut. Das Problem ist nämlich, wenn wir jetzt gehen würden, ohne die Solarmarke zu holen. Wir können sie später auch holen, allerdings erwartet uns eine dunkle Bestie hier, und das ist der dunkle Bahamut, die wir noch längere Zeit nicht bezwingen können. Deswegen besser sie jetzt zu holen.